Ich merke, wenn ich eher ungesund esse, kommt natürlich ganz oft vor, mal zur Weihnachtszeit, wenn viele Familienfeste oder Geburtstage etc. sind, dann halte ich mich hier ja natürlich nicht zurück. Ich fange es nicht an, in mich hinein zu fräsen, aber letztendlich ist es vielleicht dann doch mal ein zweites Stück Kuchen mit dabei oder ein Stück Brot, Dinge, die ich so von mir zu Hause gar nicht gewohnt bin. Und dann merke ich schon, dass meine Laune ein bisschen sinkt. Und das kriege ich natürlich auch ganz viel bei meinen Klienten mit, die in meinen Workshops sind, dass diese Rückmeldung ganz oft kommt. Ich fühle mich so fit und so vital und so konzentriert und so hell. Und Körper und Geist spielen ja ganz stark zusammen. Du kannst sie nicht trennen. Sprich, wenn es deinem Körper gut geht, geht es auch dir sehr gut.